Herr Abgeordneter Böhringer, Sie haben hier eben in Ihrer Rede die SPD, die Sozialdemokraten und die von uns vertretene Mietpreisbremse mit den Aktivitäten der Nationalsozialisten verglichen. Sie haben uns gleichgesetzt. Herr Böhringer, jemand. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Minister Scholz, ich bin etwas überrascht. Sie sprachen von der Bankenunion eben. Das würde ich auch sehr gerne tun, wie immer. Es ist enorm wichtig, aber es ist nicht Gegenstand der Haushaltsberatung. Denn Sie weigern sich ja standhaft und konsequent, die Kosten und Risiken der Euro- und Bankenrettung in diesen Haushalt einzustellen. Deshalb gerne endlich einstellen, dann reden wir auch im Ausschuss darüber und dann auch gerne wieder in der zweiten, dritten Lesung. Ansonsten greife ich jetzt die Debattenbrocken auf, die hier im Raum unverdaut rumliegen nach dieser Woche. Es wurde schon erwähnt, Deutschland ist ein ausufernder Steuerstaat. Doch selbst 30 Jahre nach der Einheit weigert sich diese Bundesregierung, auch nur den Soli abzuschaffen. 50%, nicht etwa 10, sondern 50% des Soli-Aufkommens soll dauerhaft erhalten bleiben. Kollege Dobrindt, vorgestern hier im Haus, die Grünen verhindern die Abschaffung des Solis. Nun bin ich kein natürlicher Verteidiger der Grünen, aber das ist nicht wahr. Es verhindern nicht die Grünen die Abschaffung des Soli, es ist die Koalition selbst, die das tut. Die Grünen, 9%, würden hier ja nichts zur Sache tun. Es ist das uralte Verhalten der CSU, A sagen, B tun und Dritte beschuldigen. Die Bürger in Bayern werden diese Heuchelei am 14. Oktober abstrafen, das ist sicher. Zweitens, Investitionen. Frau Nahles, ebenfalls vorgestern und eben jetzt auch der Minister noch mal, wir haben einen waschechten Investitionshaushalt oder Herr Scholz eben investiv geprägter Haushalt. Das ist Realsatire, es stimmt nicht. Dieser riesige Haushalt weist einen Rückgang der Investitionen aus. Das ist das Zahlenwerk, das vorliegt. Und besonders unverständlich ist, dass beim schnellen Internet gekürzt wird. Also, ich bin Informatiker. Wir diskutieren diesen Glasfaserausbau seit mehr als 25 Jahren. Fiber to the Home haben wir in Beraterslides dem Vorstand der Deutschen Post AG und später der Deutschen Telekom AG 1993/94 präsentiert. Hier in meinem Buch von 1994 gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Der Bedarf an Breitband entstand schon 1993 mit dem Aufkommen des grafischen Internet. Und wir forschten schon damals an den riesigen Möglichkeiten von Breitbandanwendungen und auch von künstlicher Intelligenz, auch ein viel bemühtes Wort hier. Das sind alles uralte Themen. Dieses Lehrbuch Applied Artificial Intelligence ist von 1993. 93. Der Breitbandausbau ist zwar, da gebe ich allen recht hier, eines der wichtigsten Infrastrukturaufgaben, da besteht überhaupt kein Dissens bei allen Parteien, doch dieser Ausbau geschieht noch immer viel zu langsam. Und im Haushalt 2019 wird tatsächlich die weitere Bezuschussung dieses Megathemas einfach eingestellt. Und nein, ich höre jetzt schon den Zwischenruf, Herr Dr. Berghäger, es gibt natürlich noch unverbrauchte Reste in diesem von 2018. Aber man hatte 25 Jahre Zeit, das zu machen. Das war meistens doch auch eine CDU-Regierung und übrigens auch eine FDP-Regierung zwischendurch. Auch da war das Thema der Digitalpartei längst auf dem Tisch 2009 bis 2013. Wir haben hier 20 Jahre Verspätung. Dann drittens, die SPD-Wunderwaffe, die Mietpreisbremse. Es wurde ja fast eben auch schon wieder angesprochen. Ein durch und durch sozialistisches Konzept, das den Wohnungsmangel und den Substanzverfall der Wohnungen buchstäblich zementiert. Die DDR hat es jahrzehntelang vorgemacht. Die Ergebnisse waren in Städten nicht zu übersehen. Doch erfunden wurde dieses Konzept, die Mietpreisbremse, von anderen Sozialisten, nämlich von denen der 30er Jahre. Zitat Hermann Lampe, ein NSDAP-Funktionär. Zitat, der NS-Staat wird die Wirtschaft führen und deshalb auch Anspruch auf Festsetzung der Mieten erheben. Ja, und genau das ist 1936 dann auch geschehen. Es wurde deklariert, der Mietpreisstopp. 2018 deklariert dasselbe, nun die SPD. Wo sind die Nazi-Jäger, wenn man sie mal wirklich bräuchte? Viertens, Minister Maas hier vorgestern. Das deutsche Interesse hat einen Namen, es heißt Europa. Gemeint hat der Außenminister natürlich EU-Europa, wie immer. Die EU-Europa-Politik der Bundesregierung lautet, es funktioniert nicht, also machen wir mehr Europa. Die SPD will gar das Einstimmigkeitsprinzip bei der EU aufgeben, also die EU-Regierung etablieren, den EU-Haushalt, den EU-Bundesstaat. Das ist alles illegal.
Und ja, man träumt wie Macron, träumen auch Schulz und Scholz von all diesen illegalen Dingen. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn braucht? Das ist glatt illegal. Die AfD macht bei diesen Rechtsbrüchen nicht mit. Wir machen Politik für Deutschland und Europa, aber nicht für EU-Europa. Dann die Kosten der Zuwanderung. Das ist ein Dauerthema, aber es ist nun mal so, selbst die offiziell zugegebenen Immigrationskosten entsprechen in diesem Haushalt der Summe der Einzelpläne der Ministerien für Familie, Senioren, Frauen, Jugend, Umwelt und des Äußeren. Wo sind die Sozial- und Umweltaktivisten, wenn man sie bräuchte? Sechstens. Man hat durchaus Geld für einige interessante Dinge. Distriktentwicklung in Ghana, Geschlechtergerechtigkeit in Mosambik, Wohnraum in der Ukraine. Und natürlich für Türkei Finanzhilfen. Noch mehr, als wir schon wussten. Heute Morgen bekam ich noch einmal 500 Millionen Euro auf den Tisch, bereits beschlossen in Brüssel. Wirklich diskutiert haben wir hier darüber nicht, über diesen Aufwuchs. Das ist Geld für Diktator Erdogan, zugleich ein, ja, also der völkerrechtsbrechende Angriffskrieger in Syrien. Aber das scheint diese Bundesregierung nicht zu stören. Man ist in Syrien ja sogar selbst bellizistisch unterwegs. Wo sind die Friedensaktivisten, wenn man sie bräuchte? Wo ist auch hier der Verfassungsschutz? Siebtens. Man hat Geld für Zahlungen an die EU, plus 13%, nun 37 Milliarden. Kollege Kiesewetter meinte dazu, EU-Europa muss wieder mehr Strahlkraft entwickeln. Dieses EU-Europa mit seiner Regeltreue. Auch das ist Realsatire. Wir haben bei der Euro-Rettung keine Regeln mehr eingehalten. Schon seit 17 Jahren nicht mehr, haben wir diese Woche von Minister Scholz bestätigt bekommen. Das sind alles Rechtsbrüche und Aktivitäten gegen die liberale Marktwirtschaft. Wo sind die angeblichen Liberalen, wenn man sie bräuchte? Wo ist auch hier der Verfassungsschutz? Ich bin am Ende meiner Zeit, deshalb kürzen wir es hier ab. Aber die Heuchelei von der Verteidigung des Rechtsstaates und der Liberalität gegen die bösen Gefahren von rechts ist einfach nicht in Ordnung. Die wahre Bedrohung dieser Werte sitzt hier auf der Regierungsbank. Herzlichen Dank. Ich erteile das Wort zu einer Kurzintervention an den Kollegen Carsten Schneider. Herr Abgeordneter Böhringer, Sie haben hier eben in Ihrer Rede die SPD, die Sozialdemokraten und die von uns vertretene Mietpreisbremse mit den Aktivitäten der Nationalsozialisten verglichen. Sie haben uns gleichgesetzt. Herr Böhringer, jemand, der die Bundeskanzlerin als Merkel-Nutte bezeichnet, jemand, der in einer Partei ist, die in Chemnitz mit rechtsextremen Hooligans auf der Straße den Schulterschluss übt, der verbietet es sich, Sozialdemokraten. Da brauchen Sie nicht lachen, Herr Gau. Mir wäre fast eingefallen. Den verbietet es, Sozialdemokraten, die 1936 verboten waren, die im Konzentrationslager saßen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um die Demokratie zu verteidigen. Den verbietet es sich, so zu vergleichen. Ich weiß es in aller Form von sich, es ist eine Schande für dieses Parlament. Kollege Schneider, ich erteile Ihnen das Wort zu einer Erwiderung. Kollege Schneider, ich bestehe nicht auf Ihrem Aufstehen. Sie können gerne sitzen bleiben, entgegen dem, was hier Usus ist, wie uns hier erst gestern der Bundestagspräsident belehrt hat. Alles in Ordnung. Es war die Reflexreaktion der SPD. Es hatte nichts mit der Sache zu tun. Und Sie wissen ganz genau, dass man nicht jedes... Sie selbst haben schon Sauerstoffatome geatmet, die auch der größte Führer aller Zeiten, der Gröfatz, der größte Verbrecher schlechthin geatmet hat. Mache ich Ihnen daraus einen Vorwurf? Das hat ungefähr die Qualität, Ihr Einwurf. Es ist doch völlig absurd, hier irgendeine Gleichsetzung hineinzufabulieren. Aber in der Sache ist die Mietpreisbremse ein durch und durch sozialistisches Konzept. Und ich habe historisch korrekt darauf aufmerksam gemacht, dass es ein nationalsozialistisches Konzept war. Es ist nun mal so, Sie können sich da nicht freisprechen an dieser Stelle. So ist die Lage nun mal. Ich glaube, die Zeit ist schon wieder vorbei. Erbärmlich. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Ralf Brinkhaus für die CDU-CSU-Fraktion.